Alfred, du hast Corona schon angesprochen. Findest du, dass das Spiel eine Wettbewerbsverzerrung war? Ich habe gesagt, nein, aber man kann natürlich auch durchaus anderer Meinung sein. Da gebe ich dir ausnahmsweise recht, Walter. Ich glaube auch, ich meine, wir haben eine Spielordnung und die haben sich die Vereine in der DFL selbst gegeben. Und danach hat der FC Bayern genügend Spieler gehabt, um ein Spiel auszutragen. Das ist halt so, es gab keinen Grund, dieses Spiel zu verschieben oder abzusagen. Und da sie, du hast es vorhin auch schon gesagt, immer noch Weltklasse-Spieler auf dem Platz hatten, sehe ich überhaupt keine Wettbewerbsverzerrung. Ich glaube, dass die Bayern halt da jetzt durch müssen. Und wenn nicht noch, was wir alle hoffen, nicht noch weitere Corona-Fälle vorkommen werden, dass das auch so weitergeht. Und warum das gerade bei Bayern München so stark ist, darüber werden wir sicherlich gleich noch sprechen, denke ich. Und bei den Schiedsrichtern hört man gar nichts von Corona. Gibt es keine Corona-Fälle oder habt ihr die, fahren die nicht auf die Malediven in den Urlaub oder Ja, doch, aber erfährt man nichts ja, davon? Es ist, also wir appellieren also bei jedem Stützpunkt, bei jeder Maßnahme auch immer wieder an die Hygienemaßnahmen, an das Gewissen der Schiedsrichter, an die Verantwortung der Schiedsrichter. Schiedsrichter sind aber ansonsten im Gegensatz zu Mannschaften eigentlich Individualisten. Und ich denke mal, dass jeder seine Verantwortung da noch besser gerecht werden kann als in einer großen Gruppe. Und dann haben wir natürlich auch die Tests vor jedem Spiel. Wir geben die Ansetzung eigentlich erst bekannt, wenn ein Schiedsrichter negativ getestet wurde, vorher nicht. Und dadurch haben wir eigentlich bis jetzt wenig Probleme, bis gar keine Probleme. Das heißt, es gab schon positive Fälle. Wir haben schon positive Fälle gehabt, aber das in einem Zeitfenster, wo es unproblematisch war. Die Schiedsrichter sind dann in Quarantäne gegangen. Und der Spieltag lief Darf man regulär wissen, wie viele Fälle es gab? Also ich würde mal sagen, in der gesamten Strecke, seitdem es Corona gibt, vielleicht 10. Ja. Hat man nicht mitgekriegt, oder wusstest du Nein, das? nein. Das gibt ja nicht, warum wird es nicht bekannt gegeben? Der Schiedsrichter XY fällt gerade aus wegen Corona. Ja, warum muss das bekannt gegeben werden? Also ich sag mal, wenn jemand Corona hat und er wird nicht eingesetzt, dann finde ich, sollte man es dabei belassen. Ich finde, man muss jetzt nicht jeden so einen Stempel aufdrücken, er hatte Corona oder ich hatte Corona oder so. Das finde ich ehrlich gesagt am Ende auch gar nicht in Ordnung. Haben Sie denn eigentlich kontrolliert oder kontrollieren Sie nicht, ob Entschuldigung, ob Schiedsrichter geimpft sind? Gibt es ungeimpfte Schiedsrichter auf dem Platz? Und die Impfquote bei den Schiedsrichtern, das wird erhoben, aber jetzt auch nicht nach dem Motto, nur Geimpfte dürfen noch Spiele leiten, sondern es dürfen auch Ungeimpfte Spiele leiten nach wie vor. Und die Impfquote liegt in etwa auch wieder bei den Clubs über 90%. Das heißt, es gibt den einen oder anderen, Ja. den Sie aber wahrscheinlich nicht verraten werden. Alfred. Manuel Neuer sitzt auf den Malediven in Quarantäne. Ich frage mich, warum muss man in den paar Tagen Urlaub als Profi, auch wenn man es darf, auf die Malediven fliegen? Das ist doch Irrsinn. Ja, ob das Irrsinn ist, weiß ich nicht. Also ich glaube, dass die Spieler auch das Recht haben, Urlaub zu machen. Und dann kann man ihnen schlecht vorschreiben, ob sie jetzt, ich sag mal, zum Tegernsee fahren oder ob sie auf die Malediven fahren. Es ist ja auch nicht erwiesen, dass dort die Gefahr, sich anzustecken oder zu infizieren, größer ist. Also ich habe da ein Problem, dass man den Bayern oder den Manuel Neuer jetzt speziell vorwirft, dass er auf den Malediven geflogen ist. Ich weiß nicht, wie er geflogen ist, aber ich nehme nicht an, dass er Business, irgendwo. Lufthansa. Ja, eben, Business. Also da hat man ein bisschen Platz, da ist man die ganze Zeit mit Maske. Ich war selbst unterwegs über die Feiertage und kann sagen, dass man sich da sehr sicher fühlt. Und ja, also ich kann nicht verstehen, warum man jemanden den Urlaub streitig machen will. Egal, wo er ihn verbringt, außer wenn er, ich sage mal, in ein Hochrisikogebiet geht und dort Partys feiert. Aber wenn Manuel Neuer sich vernünftig aufführt, was ich glaube, ist da nichts gegen. Es haben sich auch Spieler angesteckt, die nicht eine Fernreise Aber es ist natürlich gemacht schon haben. auffällig, dass bei Bayern die ganzen Urlaubstouristen krank zurückkamen, beziehungsweise nicht zurückkamen. Ja, aber die waren ja nicht alle auf den Malediven, sondern auch in Frankreich zum Beispiel, also ich sag mal, zu Hause, also bei französischen Spielern. Nochmal, ich glaube nicht, dass wir so weit gehen sollten, Menschen jetzt den Urlaub zu verbieten. Wir hören mal, was Julian Nagelsmann zu dem Thema sagt, warum Bayern so eine auffällig hohe Corona-Quote hat. Warum wir jetzt mehr Infizierte haben als andere Clubs, kann ich Ihnen nicht sagen. Ich weiß, dass wir die Stäbchen relativ weit reinrammen. Ja. Vielleicht ist das ein Punkt, ist aber der einzige Erklärbare, den ich habe, der natürlich mit dem Augenzwinkern. Ich glaube, da gibt es nicht zwingend eine großartige Erklärung dafür.
Ja, werden bei euch Schiedsrichtern die Stäbchen auch so reingerammt wie bei Bayern? Ich hoffe nicht, aber zumindest werden sie so weit in die Nase oder in den Mund geführt, dass man am Ende valide Ergebnisse bekommt. Okay, wir schalten jetzt einmal nach München. Da steht unsere Kollegin Lena Wurzenberger an der Säbener Straße. Und, nee, das ist der Kollege in Gladbach, der ist nicht an der Säbener Straße. Da ist die Lena. Lena, hast du heute Morgen schon Bayern-Spieler gezählt? Sind die schon da? Hallo, guten Morgen nach Berlin. Heute wird vermutlich an der Säbener Straße sehr ruhig bleiben. Also noch war noch kein Spieler da. Es ist vermutlich trainingsfrei. Dafür war gestern ordentlich was zu sehen und auch gute Nachrichten für den FC Bayern. Nämlich mit Tolisso, Coman und Richard sind drei Spieler ins Training zurückgekehrt. Und das dürfte Julian Nagelsmann aufgrund der angespannten Personallage durchaus gefreut haben. Es war eigentlich erstaunlich, die Bayern hätten ja sagen können, dass ihnen da böses Unrecht widerfahren ist, dass dieses Spiel stattgefunden hat. Aber Julian Nagelsmann ist zumindest nach außen hin sehr cool mit der Situation umgegangen. Ist das auch die Bayern-Meinung oder sagt man, man hätte dieses Spiel eigentlich verschieben müssen? Also ich glaube, intern hat man sehr gehadert mit der Entscheidung. Es gab ja im Vorfeld mit der DFL Kontakt und auch die Bitte, das Spiel zu verschieben. Und man hat das ja auch bei den Spielern gemerkt im Nachhinein. Zum Beispiel Thomas Müller, der ja auch davon sprach, dass es vielleicht nicht ganz fair war, dieses Spiel anzupfeifen aufgrund der vielen Ausfälle. Es haben ja 13 Spieler gefehlt beim FC Bayern gegen Gladbach. Also ich glaube schon, da hat man gehadert damit und man hätte das Spiel lieber verlegt. Aber der gleiche Thomas Müller hat zum Beispiel auch gesagt, dass er zu Hause geblieben ist in der Weihnachtspause und da auf Nummer sicher gegangen ist. Das ist ja auch indirekt eine Kritik an den Kollegen, die da durch die Weltgeschichte gereist sind. Führt es zu einer kleinen Spaltung in der Mannschaft zwischen Nichtreisenden und Reisenden oder zwischen Infizierten und Nichtinfizierten? Also von der Spaltung würde ich nicht sprechen. Durchaus kann man diese Aussage von Thomas Müller schon als kleinen Seitenhieb verstehen, denn er ist zu Hause geblieben, hat keine Fernreise angetreten und hat sich ja auch nicht infiziert. Während Kollegen wie Manuel Neuer, der auf die Malediven geflogen ist, oder auch Lucas Hernandez, die jetzt seit einigen Tagen in Quarantäne sind. Aber es gab vom FC Bayern keine klare Reisewarnung. Es war den Spielern nicht verboten, das ist arbeitsrechtlich ja auch gar nicht möglich, dass der Club den Spielern einen Urlaub untersagt. Deswegen eine Spaltung glaube ich nicht, aber mit Sicherheit ist jemand wie Thomas Müller, der das ja auch öffentlich angesprochen hat, vielleicht nicht gerade begeistert gewesen, dass einige Spieler da eine Fernreise angetreten haben. Lena, weiß man, wann Manuel Neuer wieder auftaucht? Ja, Manuel Neuer soll morgen hier in München wieder ankommen und ich gehe davon aus, dass er dann im Laufe der Woche auch relativ schnell wieder ins Mannschaftstraining einsteigen wird und gegen Köln dann auch schon wieder im Tor steht. Es bleibt natürlich immer abzuwarten, wie die Tests ausfallen. Es werden ja dann immer sofort Untersuchungen an der Lunge gemacht. Aber wenn die positiv ausfallen, dann dürfte er in dieser Woche, ich schätze mal am Dienstag vermutlich, ins Training wieder einsteigen. Ich glaube, Lena, die Tests sollten eher negativ ausfallen, oder? Ja, also erfreulichem Ergebnis sozusagen. Alles klar. Da sind wir mal gespannt. Übrigens, Manuel Neuer hatte gestern auf den Malediven 28 Grad. Das ist ein schöner Abstieg, wenn er zu euch in diesen Regen kommt nach München. Alles klar. Lena, gut, vielen Dank. Halte die Stellung an der Säbener und zähl weiter für uns die Bayern-Spieler. Tschüss, mach's gut. Alles klar. Tschüss. Ja, Manuel Neuer. Also Alfred sagt, der hat nichts falsch gemacht mit der Reise auf die Malediven. Hätten Sie Ihren Schiedsrichtern oder wenn einer gesagt hätte, sind Sie eigentlich per Sie oder per Du mit den Schiedsrichtern? Per Du. Per Du. Also wenn einer gesagt hätte, Lutz, Michael, darf ich jetzt über Weihnachten auf die Malediven fliegen, was hätten Sie gesagt? Ja, wir haben ja eine andere vertragliche Grundlage. Wir haben ja keine Arbeitsverträge mit den Schiedsrichtern. Und deswegen muss auch niemand fragen, ob er in Urlaub geht oder nicht. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber zumindest von unserer Seite nach der anstrengenden Hinserie. Wir haben den Schiedsrichtern zumindest empfohlen, mal 10 Tage rauszugehen, den Ball sein zu lassen, sich um die Familie zu kümmern. Und was dann jeder daraus macht, ob man vielleicht mit der Familie wegfährt, das muss jeder selbst entscheiden. Gut, also
Alfred und ich, wir kommen da heute auf keinen grünen Zweig miteinander, was die Fernreisen angeht. Ich bin da völlig anderer Meinung. Du sagst, hätte nicht fahren dürfen. Ja, also natürlich ist ein Reiseverbot, kriegst du arbeitsrechtlich nicht durch, ist klar. Er hat jetzt juristisch gesehen nichts falsch gemacht. Aber ich finde, ein bisschen so hat es ja auch was mit Verstand zu tun. Und natürlich ist eine Reise, du bist am Flughafen, Check-in, überall mit Leuten zusammen, die du gar nicht einschätzen kannst. Das ist halt ein Risiko. Und ich finde, den Spielbetrieb zu gefährden, des eigenen Vereins und sogar der Liga, finde ich doof. Da musst du aber auch sagen, Walter, wo da die Grenze ist. Also wenn jemand in ein Flugzeug steigt, ist er ja nicht automatisch auf einer Fernreise. Es gibt ja auch Spieler, die nach Hause fliegen über die Feiertage, um ihre Familien zu besuchen. Ja. Sie fliegen auch. Warum ist das dann erlaubt und das andere nicht? Erlaubt ist ja alles. Wie gesagt, er hat nichts juristisch gesehen, hat er nichts falsch gemacht. Ja. Erlaubt ist es. Aber ich finde, es ist auch eine Frage des Verstandes. Ich muss, klar, wenn ich die Familie sehen will, die ich ein halbes Jahr nicht getroffen habe, habe ich noch Verständnis dafür. Aber ich meine, die Spieler leben ja nun nicht in einer Einzimmerwohnung ohne Balkon, dass sie jetzt unbedingt mal raus müssen. Die haben schon das eine oder andere ganz hübsche Häuschen. Da kann man mal sagen, die 10 Tage, mein Gott, stelle ich mir einen Weihnachtsbaum hin zu Hause und dann bleibe ich halt mal zu Hause. Kann man ja sagen. Ich weiß nicht, wie das bei Bayern München gehandhabt wurde. Wie man hört, hat der Vorstand ja keine Reisewarnung ausgesprochen. Vielleicht hätte man mit den Spielern auch mal, um deine These zu unterstützen, mal reden sollen. Das ist offensichtlich nicht passiert. Vielleicht ist beim ganzen FC Bayern die ganze Geschichte etwas lax behandelt worden. Das mag natürlich sein.